Die Übernahme des spanischen Erstligisten Real Valladolid durch die brasilianische Fußball-Ikone Ronaldo soll kurz vor dem Abschluss stehen. Der 41 Jahre alte dreimalige Weltfußballer soll neuer Präsident und Hauptanteilseigner des Clubs werden, dies berichten spanische Medien übereinstimmend. Demnach soll der Weltmeister von 1994 und 2002 ein Gebot in Höhe von 30 Millionen Euro abgegeben haben. Bei einem erfolgreichen Abschluss würden die monatelangen Verhandlungen über den Club ein Ende finden.